Jetzt geht's endlich los. Eigene Batterien selber machen. Ganz, 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 ganz großes Danke nochmal an Dr. Robert Murray Smith, falls er sieht. Mal ein Doktor, der seinen Doktortitel wirklich verdient hat. Der, ja, hier unten ist der Kanal verlinkt, ne? Das erklärt sich dann alles von selber. Er hat sich als Aufgabe gestellt, eine Batterie zu entwickeln, die man überall auf der Welt herstellen kann, mit Sachen, die es überall auf der Welt gibt, mehr als genug, sodass wir es alle wirklich tun können. Ja. Hier haben wir zum Beispiel so eine erste Folie von so einem Superkondensator oder Ultrakondensator. Im Grunde ganz einfach, hier ein bisschen Graphit holen, ne? Woher auch immer. Wir sollen ausprobieren. Er hat gemeint, da gibt es keine ultimative Anleitung. Ne? Wir sollen probieren, er weiß auch nicht so richtig, was da alles funktioniert. Und er ist da genau ja, wie wir als wie ein spielendes kleines Kind dabei. Darf ich das so sagen? Aber ich glaube, das sind wir sowieso immer alle am besten, wenn wir spielen. Okay, egal. Jedenfalls, ich habe hier normales Graphit genommen, 15 bis 20 Mikrometer, und der Robert meinte, dass so 5 Mikrometer ganz gut wären. Das heißt, wir brauchen wirklich Nanographit. Und Nanographit kann man ganz einfach mit der Mikrowelle herstellen, praktisch einen Teelöffel davon hier reinhauen. Ich habe es erstmal auf geringste Stufe gehabt. Da hat es auch schon ein kleines Feuerwerk drin gegeben. Also neben eine alte Mikrowelle und ja, die hatte ich vorher halt schon umgebaut. Ne? Bei mir sind Löcher drin. Ich gehe dann immer ziemlich weit weg. Bei euch sollte das natürlich richtig schön abgeschirmt sein. Und ja, nach der Prozedur so 1-2 Minuten drin lassen, hat man da ein richtig schönes Nanographit. Tja, dann hier solche Schnellhefter, ganz normal. Die Oberfläche damit anrauen mit so einem Ding hier, ne, so ein ganz feines Blatt drauf machen sozusagen, dann das Kohlenstoffzeugs drauf, richtig schön aufdrücken, dass es richtig reingeht, und am Ende nochmal polieren. Und das war's gewesen. Wichtig dabei ist, richtig schön aufdrücken, also nicht zu zaghaft sein, dass es dann auch richtig schön hier undurchsichtig wird sozusagen. Ne, da darf man dann nur mal durchgucken können, sagen wir es mal so. Mal gucken, ob das funktioniert. Noch ein kleiner Hinweis, ne? Hier, da das ja schon so total klein ist und wir das dann noch kleiner machen, ist es vielleicht nicht so verkehrt, mit sowas hier zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt, aber ja, ist, solange ihr nicht Raucher seid, würde ich das empfehlen. Ne? Wer da Raucher ist, ist es, glaube ich, wurscht, glaube ich. Ich bin mal gespannt, ob dieses Isoliermaterial hier funktioniert. Das ist welches, was für Elektromotoren als elektrische Isolation genommen wird, aber so feines. Ja. Also es saugt sich schon voll mit Flüssigkeit, und ja, wenn Flüssigkeit hüben und drüben dann dran ist, wenn sich es voll gesaugt hat, müsste es ja die Flüssigkeit auch durchlassen. Gucken wir mal. Strike! Hammer! Konstant und steigt. Hossa! Wisst ihr eigentlich, warum ich den Scheiß hier mache? Um mal wieder einen richtigen Grund zum Feiern zu haben. Ruhe ist er jetzt auf 1,45 Volt hochgegangen, ohne dass ich ihn irgendwie an einem Ladegerät hatte. So, jetzt hängen wir das Ladegerät mal ran. Krass. Kann ich bis auf 12 Volt hochjagen? Ja, nicht schlecht. Gucken, ob überhaupt eine LED damit geht. Okay, Fehler gefunden. Isoliermaterial für Motoren geht natürlich nicht. Ich habe gesehen, da ist ja noch eine Folie drin. Scheiße. Also, noch einmal das schöne Spiel. Jetzt wird es wieder ein bisschen laut. Da runter müssen wir jetzt. Hm.
ist immer nur. Also machen wir erstmal Nanografit, ne? Okay, ihr passt schön auf und ich verschwinde gleich hier. So, eine Minute müsste reichen. Und los geht's. Nee, geht nicht los. Ich muss ja noch Stecker reinstecken. So, jetzt aber. Und ab der Fisch. Und wie war's? Ich habe nichts gesehen. Ich muss mir danach. Stinken tut's ganz schön. Ich glaube, hier lasse ich erstmal noch ein bisschen lüften. Was ist da fest? Sieht ja aus wie Futter, ne? Ach, nu. Na gut. Dann ab auf die zweite Seite, dass alle beide Seiten schön beschichtet sind. Ja. Gut, das müsste reichen. Hoffe ich jedenfalls. Hey. Und jetzt halt nur noch polieren. Also hier mal so ein Schwammdingens. Was ganz Weiches. Ja. Okay. Gucken, ob das was bringt. Okay. Ja. Doch, ich finde, das kann sich. Ja, das geht schon. Die andere Seite war ja schon. Jetzt ist die hier auch noch mit Bleistift vollgekritzelt sozusagen. Okay. Na denn. Basteln wir mal noch eine richtige Batterie. Kondensator. Sieht auch viel kleiner aus. Ach du Fokus. Jetzt so ungefähr, ne? Vorm Vergießen. Die eine Seite wird erstmal mit Heißkleber, ach, nicht an mir festkleben, bis runter festgemacht, ne? Und dann halt in Salzlösung, Launlösung nehme ich jetzt erstmal. Mal gucken, wie das geht. Vorhin beim zweiten Versuch habe ich doch aus Versehen das Teil mit reingenommen, wo die Folie mit dran war. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt endlich bei Nummer 3 sieht sehr gut aus. Gleich auf Anhieb 1,04 Volt. Ja.
brauchen wir doch ab und zu mal Ruhe. Hehe, von wegen, alle guten Dinge sind drei. Den habe ich zwar geladen, aber ihr seht's bei einem halben Volt geht darum. Die Version, wo beide Seiten, ne, vorn und hinten der Alufolie praktisch benutzt werden, auch beide Seiten von dem Teil hier. Und in der Version, wo nur eine Seite benutzt wird, da ist es zumindest so, dass wir konstant, ach, auch nur noch 0,7 Volt. Was ist denn hier los? Moment, da ist doch was faul. Tata. 0,796 Volt. Ich schätze mal, das wird irgendwas mit meiner Alufolie zu tun haben. Gehe ich jetzt jedenfalls mal davon aus. Und als nächstes werde ich mal versuchen, mir so eine Aluplatte zu ätschen. So wie es der Robert beschrieben hat. Gucken, ob das was bringt. Zum Ätschen. Keine Ahnung, was das eigentlich heißt. Muss ich erstmal nachgucken. Braucht man irgendwie als zweiten Schritt dann ionisiertes Wasser. Jetzt habe ich mir da mal so ein Wasserionisierungsgerät gebastelt. Ja, kommt dann auf die eine Seite Plus, auf die andere Seite Minus. Und einfach irgendwas, war so ein Edelstahlquirl gewesen, den ich da auseinandergeschnitten habe. Und den Rest seht ihr ja. Ne? In der Mitte ein Stück Schwamm und ein Stück Schlauch. So habe ich es gemacht. Ich will ja nicht draus trinken. Also ich will das Wasser ja nicht trinken. Ne? Deshalb habe ich hier trotzdem mal Heißleim genommen. Das super Universalmittel. Tja. Und das probieren wir dann gleich mal mit Re-EMF. Das müsste ja auch ganz gut gehen. Gib ihm. Na gut, bei destilliertem Wasser kann man schon voll aufdrehen. Ja. Volle Kanne. Mal gucken, wann die ersten Bläschen kommen. Ich habe jetzt erstmal nur destilliertes Wasser genommen. 0,1 Megaohm. Also ich glaube, wie viel sind denn das? Sind das 100 Kiloohm? Kann das sein? 100 Kiloohm Widerstand hat es. Also ein bisschen was ist da. Na, schauen wir mal. Pustekuchen. Nur mit 12 Volt am Eingang und dem Re-EMF hier dran bringt nur destilliertes Wasser nichts. Ein bisschen Kochsalz ist jetzt noch mit reingekommen. Und jetzt geht's rapide runter. Vorhin war es immer bei 12,6 konstant. 12,06, um genau zu sein. Und jetzt sehe ich hier dran zumindest, dass sich da was tut. Okay, das lasse ich jetzt mal über Nacht draußen stehen. Also hier drinnen nicht, ne? Weil ich glaube NaCl ist es, ne? Natriumchlorid. Und Chlorgas ist so eine Sache. Also schön raus damit. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den Robert Murray Smith richtig verstanden habe. Ich habe mir Sodiumhydroxid aufgeschrieben und da hat die junge Apothekenangestellten, weil die Älteren, die haben es eh nicht gewusst, rausgefunden, dass es das hier sein könnte. Das habe ich mir dann mal geholt, 1%ig. Das als erstes, also die Platte erst 20 Minuten da rein, dann spülen mit dem Minuswasser, also basischem Wasser, ne, mit Elektrolyse gemacht. Ionisiertes Wasser, hat da der Dr. Robert dazu gesagt. Und am Ende haben wir irgendwie rausgehört, dass da Salzsäure genommen worden ist. Wie war jetzt gleich der englische Begriff? Ich schreibe es da nochmal unten drunter. Ja, und dann nochmal 20 Minuten praktisch in Salzsäure rein. Ich habe jetzt hier 33%ige genommen. Ich hoffe mal, das ist... Ja, oder durch doch noch ein bisschen Wasser rein. Na, mal gucken, was passiert. Na, wir wollen ja alle ein bisschen was dazulernen. Okay, also erstmal 20 Minuten hier in dieses Natriumhypochlorid. So. Mal gucken. Okay, also
Die Salzsäure ist dann doch ein bisschen zu hochprozentig, glaube ich. Das ist aber meine einzige Aluplatte, die ich habe. Fuck, wie kriege ich die wieder raus? Moment. Jetzt. Alles klar. Also, grau ist es. Okay. Das muss ich noch ein bisschen verdünnen. Aber definitiv. 33%ige Salzsäure ist definitiv zu viel. Na, immerhin, es hat geklappt. Ha. Also, gleich mal die Lösung vorangestellt. Im Grunde ging es um die Textstelle hier. Halt, Musik ein bisschen leiser machen. Point one molar. Was ist ein Point one molar? Ja, da sind wir auf die Suche gegangen. Und das ist Point one molar. Jedenfalls für Natriumhypochlorid. Für die Salzsäure müssen wir die molare Masse dann nochmal bestimmen. Und zwar ein molare Lösung. Hätte ich in Chemie mal ein bisschen besser aufpassen sollen. Ja, du willst 100 Milliliter von einer einmolaren Lösung, zum Beispiel von Natrium-UH, ansetzen. Ne? Und das hat eine molare Masse von 40 Gramm pro Mol. Dann musst du das so hier berechnen. So, jetzt kann ich mir auch ganz sicher, so wie der Doktor das vorgeschrieben hat, die 0.1-Molar-Lösung Natriumhypochlorid und die 0.1-Molar-Lösung Salzsäure herstellen. Und so ein Schreckmoment wie gerade passiert dann hoffentlich nimmer. Ja, so schaut es nur aus. Ein bisschen hier reingehen. Ja, das könnte man so lassen, oder? Ja, da gibt es auch irgendwie solche Kohlefasersäcke, ne? Und das sind solche einzelnen Fasern davon. Die habe ich bei der Kohlefaserheizung schon mal verwendet, falls ihr das Video noch kennt. Und auch vom Robert den Tipp, einfach normalen PU-Lack. Ich habe da den hier genommen, ne? PU-Möbel-Klarlack. Also er hat da irgendwie von Polyurethan-Glosslack. War das ursprüngliche Ding gewesen. Ja, mit Graphit vermischt. Ne, so ein Löffel Graphit hier rein ungefähr. Dann schön vermischt. Dann wird das hier so eine schöne schwarze, pampige Masse. Und damit kann man nämlich diese Dinger hier, also so hoffe ich das zumindest mal, so denke ich mir das jetzt, der erste Test, schön als ersten Anschluss vergießen. Ja, dann kann ich hier vorne schön irgendwie was fest auf Druck ranmachen und kann dann auch ein paar Amperes rausziehen, ohne hier jedes Mal über die direkte Folie gehen zu müssen. Gucken, ob das so was bringt. And 1400 miles by night. So precise is the Loran timer. Loran. Also mit Loran war es damals schon möglich gewesen. Auch ohne Satelliten überall rumzufliegen. Ha, Regen. Juhu, endlich. Okay, vom Prinzip her so schon mal gar nicht so schlecht, wenn ich mehr Platten genommen hätte, weil ihr seht, sieht man es? Ja, hier oben bei der vielleicht nicht so unbedingt, jedenfalls durch den Heißleim hier. Hier oben sieht man es ganz gut, ne? Hat sich ein bisschen verzogen und dann war die Aluplatte vorne auch noch schön warm gewesen durch die Sonneneinstrahlung. Jetzt ist abgekühlt und hat sich ein bisschen zusammengezogen, die Aluplatte, und jetzt habe ich hier Luft dazwischen. Also wäre nicht passiert, wenn ich mehrere Aluplatten übereinander gemacht hätte, gleich ein ganzes Paket. Aber bei den weiteren Recherchen ist mir aufgefallen, ne, da habe ich gerade versucht, ein Schultief damit zu betreiben. Es hat noch nicht gereicht von der Leistung her. Aber mir ist außerdem aufgefallen, ich habe ja ganz normales Graphit nur genommen. Aber wir brauchen ja Graphenoxid. Ja? Ja, da habe ich mich jetzt mal ein bisschen belesen auf dem Robert seiner Internetseite. Es sind sehr schöne Detailanleitungen und ja, er sagt, das ist ganz einfach. Und ich glaube, ich lerne jetzt die Chemie so ein bisschen kennen. Mal gucken, was rauskommt.
Nachdem ich der Apothekerin heute die Liste hier präsentiert habe, da hat sie mich dann ganz komisch angeguckt. Die hatte schon das erste Mal gesagt, na gut, wenn Treuen jetzt in die Luft fliegt, da wissen wir ja wenigstens, wer es war, als ich die 33%ige Schwefelsäure abgeholt habe. Aber bei dem heute hier war erstmal aus gewesen. Also habe ihr dann jedenfalls nach bestem Wissen und Gewissen erklärt, für was ich das alles brauche. Und ja, das will sie mich in 2 Tagen nochmal anrufen. Und dann geht's los. Dann wird Graphenoxid gemischt. Das brauche ich nämlich auch noch dazu dann. Ja, weil wenn man das so kaufen muss, also ich habe mal geguckt, 100 Milligramm, ich glaube $125 oder was die haben wollten. Ja, dann mache ich mir das doch lieber selber, wenn das so leicht gehen sollte. Ich bin mal gespannt, inwieweit die Apothekerfrauen da mitspielen. Vielleicht helfen die mir ja dann so ein bisschen mit den chemischen Grundsachen da, dass ich nicht ganz so viel Scheiße bastel. Aber bisher bin ich ganz zufrieden, dass mit dem Aluminium-Etchen funktioniert einwandfrei. Die konduktive Schicht auf unsere Plastik-Dinger kriegen wir auch drauf. Und selbst das hier ist jetzt zum Beispiel mit PU-Lack gemischt. Und das ist halt nur noch Graphit. Ne? Aber wenn das dann hier mit Graphenoxid ersetzt wird, geht's richtig ab. Tja, das dauert aber noch ein Stückchen und währenddessen gebe ich euch mal die Chance mit einzusteigen. Bin mal gespannt, was ihr euch da so alles einfallen lasst. Wie gesagt, der Dr. Robert hat gemeint, das ist eine Variante, wie es geht. Er hat Ausschau gehalten nach irgendwas, wo es überall auf der Welt gibt, was überall ganz billig verfügbar ist. Ne, zum Beispiel hier im Gegensatz zum Alu können wir Magnesium zum Beispiel noch nehmen als besseres. Oder hier beim Nanographen gibt es vielleicht auch noch andere Stoffe, die da noch viel, viel besser gehen. Aber wer weiß, aber das ist jetzt jedenfalls erstmal die On-Tour-Variante, so wie er es genannt hat. Ne? Das ist, was man überall auf der Welt eben basteln kann. Okay, so, in dem Sinne, ich wünsche euch erstmal eine schöne Zeit derweil und ahoi.